Wenn ich später an diese Zeit zurückdenke, werde ich mich nicht ans Performen und die Auftritte erinnern, sondern bloß an euch Freaks. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? Die Selbstfindung junger, singender oder tanzender Künstlergruppen ist ein beliebtes und meist erfolgreiches Kinomotiv. Üblicherweise begnügt man sich mit irgendeinem Wettkampf, den dann gewöhnlich die sympathischen Außenseiter gewinnen. Ganz so leicht macht es sich Elizabeth Banks mit ihrem gut gelaunten A Cappella-Opus nicht. Passwort. Furzgeräusch. Was heißt es wohl, wenn es in Klammern steht? Üblicherweise erwartet man von Filmen über Gesangswettbewerbe und junge Mädchen etwas politisch Korrektes. Dieser Film ist ziemlich anders, richtig? Nun, wir sind definitiv nicht politically correct. Ich glaube, der Tonfall des Films überrascht die meisten, denn die Leute erwarten einen süßen Girly-Film. Aber er ist überhaupt nicht süß und nicht besonders girly. Du kannst die gesamte Besetzung mit Jungs ersetzen und bekommst fast das gleiche Ergebnis. Und genau so wollten wir den Film. Ich werde wieder vollen Körpereinsatz geben, dann wird's schon klappen. Aber mitsingen tust du auch, oder? Klar, wenn's sein muss. In manchen Musicals wird bezaubernd gesungen, aber alles ist ziemlich spaßfrei. In Pitch Perfect wollten wir die Komödie ein bisschen ausreizen. Jeder macht über sich selbst Witze und über alle anderen. Die Weltmeisterschaft des A Cappella, bei der alle 4 Jahre die Besten rund um den Globus um die Weltherrschaft kämpfen. Kein amerikanisches Team hat je gewonnen. Das liegt daran, dass sie uns hassen. Die ganze Welt! Die ganze Welt hasst uns! Und das sind die kreuzgefährlichen Gegenspieler aus Deutschland. Wir sind Sound Machine. Wie sollen wir denn mit denen mithalten? Ich bin hier nicht für die Ideen zuständig. Ich bin nur die heiße Chica. Ah, ich bin sicher, dass ich die heiße bin. Die Baden-Bellas. Wollt ihr ein neues Auto kaufen? Oder wolltet ihr euch mal so eine richtig gute Show ansehen? Tja, da habt ihr wohl unsere noch nicht gesehen. Okay, wir sind nicht hier, um uns mit euch anzulegen. Wir wollten euch nur auschecken, bevor wir euch bei der Weltmeisterschaft in den Arsch treten. Feuer, so sieht's aus. Du? Du bist die große Arschtreterin? Ja. Du bist so winzig. Wie eine Elfe. Oder wie eine Fee. Oder ein Kobold? Wie heißt das Wesen, das ich meine? Troll. Genau. Du bist wie ein Troll. Und da hören wir den interessanten historischen Fakt, dass dieser Wettbewerb der größte Konflikt aller Zeiten zwischen Deutschland und den USA ist. Richtig. Deshalb habe ich auch gesagt, Sie sollten mal ein Buch lesen. Ich denke, wenn man in der Geschichte zurückgeht, gab es zwischen den USA und Deutschland größere Kämpfe als die A Cappella-Weltmeisterschaft. Aber mir gefällt dieser Gag im Film, denn wir nehmen A Cappella sehr, sehr ernst. Mein Name ist Fat Amy und Crowds wie euch verdrück ich zum Frühstück. Ihr erinnert mich irgendwie an diese schlechten Girlgroup-Casting-Shows. Nur, dass ihr Bellas blöderweise so ausseht, als hätte man all die zusammengeworfen, die schon in der ersten Runde rausgeflogen sind. Willst du vielleicht was von meinem Selbstbewusstsein? Ich hab grad so viel davon. Ja, wieso nicht? Gut, ich reib dir ein bisschen was ab. Oh, okay. Warte, du kannst noch mehr gebrauchen. Es sitzt unter den Achseln? Okay. Danke. Du brauchst genau das. Und jetzt gibt's das richtig gute Zeug. Nein, ich will dein Arsch vertrauen. Ich will dein Arsch vertrauen. Ich will das Arsch nicht schaffen. Ich hab genug. Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, sind wir dann wieder dabei? Wenn ihr gewinnt. Da ist eine erstaunliche Dualität in ihrer Persönlichkeit. Sie sind Schauspielerin, aber ebenso die Regisseurin dieses Films. Wie haut das hin und wie ist die Zusammenarbeit zwischen Schauspielerin und Regisseurin Elizabeth Banks? Mir gefällt es zu inszenieren. Ich mag die Zusammenarbeit mit der Crew und den Schauspielern und bin gern der Boss. Das macht Spaß. Ich glaube, dass dieser Film meinen Sinn für Humor repräsentiert und was ich sonst so in die Welt schicken will. Ich bin auf das Ergebnis sehr stolz. Das war beeindruckend. Ich habe Elizabeth in so vielen Filmen gesehen.
Und natürlich gerade erst in den Tributen von Panem, wo sie als Effie wirklich beängstigend ist. Und manchmal schaue ich zu ihr und denke, oh, bin ich gerade in den Hunger Games? Sie hat einen tollen Job gemacht, denn es war ihr erster großer Film als Regisseurin. Und wir haben einfach versucht, sie so gut wir konnten zu unterstützen. Und das hat ganz gut geklappt. Der Schauspieler in mir war immer schon inspiriert von den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe an den vielen Sets in meiner Karriere eine Menge mitgenommen. Und definitiv habe ich in meinem Leben, besonders in den letzten 5 Jahren, darauf hingearbeitet, Regie zu führen. Und hoffe, es wieder machen zu können. Cut! 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 Love it. Yeah, we got it. Bella muss das Haus einweihen, indem sie die Treppe runterrutscht. Ich zeig's euch. Hab's voll gerockt. Es wird nicht nur viel gesungen. Das ist doch ein körperlich fordernder Film für eine Schauspielerin, richtig? Ja. Ich musste tatsächlich 5 Wochen üben, um die Luftnummer im Film zu schaffen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals Luftakrobatik machen würde. Das gehörte nicht zu meinen Talenten. Aber ich übte mit einem Coach vom Cirque du Soleil und trainierte 5 Wochen für einen 40-Sekunden-Stunt am Anfang des Films. Hat aber Spaß gemacht. Wir begrüßen Sie live aus Washington, D.C., wo die beiden Bellas gleich für den Präsidenten der Vereinigten Staaten an dessen Geburtstag performen werden. Oh nein, sie hat nichts drunter. Oh mein Gott. Die Tore zur Hölle öffnen sich. Sie dreht sich. Nein. Macht euch bereit. Sie kommt.